Die Regentropfen waren bei Rollrin 2013 ein ständiger Begleiter. Aber Petrus konnte die gute Stimmung beim viertägigen Fest der Solidarität und Integration in Rhin nicht verhindern. Bereits zum 13. Mal haben über 300 freiwillige Helfer ein Rahmenprogramm der Superlative vorbereitet und umgesetzt. Zahlreiche Höhepunkte werden vom Organisationsteam rund um Bernhard Redl präsentiert. Vor allem die sportlichen Leistungen der IPCAS-Rennen, bei welchen sich auch Tirols Paralympics-Starter Andi Kapfinger eindrucksvoll ins Rampenlicht setzt, sind ein besonderer Höhepunkt. Ja, ich muss sagen, wieder höchst zufrieden alle zusammen, auch wenn der Petrus nicht mitgespielt hat, und zwar jetzt zum dritten Jahr hintereinander. Wir haben vor 3 Jahren einen fürchterlichen Frühsturm gehabt, dass wir Angst gehabt haben, Zelt trag uns davon. Wir haben letztes Jahr Unmengen an Schnee gehabt, dass wir Probleme gehabt haben mit der Stromversorgung und so weiter. Und heuer leider der Regen, aber trotzdem, glaube ich, ist Rollrin sensationell gelaufen. Wir können stolz sein, dass wir bei den IPCAS-Rennen heuer 18 Nationen am Start gehabt haben. Und ich glaube, es gibt nicht viele Veranstalter in Tirol, wo 18 Nationen teilnehmen. Aber auch die Partner von Rollrin konnten sich sportlich in Szene setzen, wobei weniger die Zeit als vielmehr die Unterhaltung im Mittelpunkt stand. Ich bin seit einigen Jahren schon dabei und es macht einfach Spaß. Es ist eine tolle Veranstaltung, sie ist toll organisiert, es sind tolle Leute da. Natürlich steht der sportliche Ehrgeiz auch ein bisschen im Vordergrund und ich selber bin ja auch mitgefahren und es macht einfach Spaß, jedes Jahr bei Rollrin zu sein. Rollrin, weil ich ja schon sehr lange mit Rhin zu tun habe, schon seit meiner Kindheit und da den Behindertensport sehr gut finde, den Mario sehr gut kenne, in der Zwischenzeit den Bernhard und alle von Rhin sehr gut kennen und einfach die Veranstaltung an sich ganz ein tolles Event finde und auch den Zweck dahinter sehr, sehr toll. Neben dem musikalischen Rahmenprogramm an den Abenden sorgt traditionell auch die Versteigerung für Stimmung und auch Einnahmen für Rollrin. Spannend verläuft das Duell um das Nordkettenbild zwischen Anneliese Junker, unserem Rodelschurli und Thomas Pupp, ehe am Ende der Sportlandesrat das Bild sein eigen nennen darf. Moderator Alex Weber sorgt gemeinsam mit Mario Weger bei der Versteigerung für den entsprechenden finanziellen Erfolg. Ehe die Planungen für Rollrin 2014 beginnen, stehen die Highlights 2013 nochmals im Mittelpunkt. Ja, ich würde sagen, vielleicht außer dem Wetter, das bleibt sicher in Erinnerung, aber ich glaube, wie ich jetzt erst erwähnt habe, sind es einfach diese 18 Nationen, die teilgenommen haben, weil ich glaube, das ist wirklich was Tolles und da kann Rollrin stolz sein. Vielleicht zeigt sich Petrus im Jahr 2014 dann auch vom Gedanken, ein Dorf in Bewegung für Solidarität und Integration, überzeugt. Ein Erfolg wird Rollrin 2014 aber so oder so.